So, willkommen zurück auf der Insel der Verdammnis. Ich hatte in der letzten Folge zu wenig gegessen, wie man sieht. Nein, ich wollte was bauen, dann war es zu spät und ja. Hab mir schon alles zurechtgelegt für das Bett da drüben. Nein, da drüben. Und hau mir jetzt noch eine Kokosnuss rein. Was eigentlich sehr verschwenderisch ist, weil ich... ich werde sie trotzdem einfach mal trinken. Und dann wegknacken. Zack, 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 zack. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, weil ich an das Innere muss zum Essen. Aber das wird jetzt reichen. Nein, das wird nicht reichen. Problem. Keine Steine für ein großes Feuer. Deswegen werde ich jetzt mal zu der... Die sieht irgendwie näher dran aus. Es regnet. Ich wollte gerade sagen, machen wir uns nochmal ein Feuerchen. Nein, es regnet. Gut, ich habe ein Messer. Eine Axt, die wahrscheinlich auseinanderfallen wird. Dann mache ich mir erstmal das Hab und Gut hier zum Überleben. Und zwar nehme ich mir einen Stein. Klopp den kleinen und baue mir einen Speer. Klopp den kleinen. Klopp ihn klein. Den kann man auch kaum übersehen. Ein Speer. Ein Lashing. Was ja schon unser letztes Lashing ist, wie ich gerade sehe. Und ich glaube zwei Sticks. Eins. Eins. Zwei. Und... gut, Speer, zack. Hauptsache man braucht für ein Messer genauso viel. Für ein Messer. Das ungefähr ein Drittel so klein ist. So. Jetzt halt... aha. Hä? Hab ich den nicht hier hingelegt? Ein laufender Stein. Strange. So. Kann ich mir noch... kann ich die schon ernten? Natürlich nicht. Die wachsen hier noch fröhlich vor sich hin. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Verlieren wir eigentlich Gesundheit, wenn wir nass werden? Würde mich ja nicht wundern. Die Axt ist fast fertig. Das heißt, ich nehme... ach komm, was soll's. Nehmen wir hier ein Lashing. Obwohl, Hammer brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich habe... wo ist denn eigentlich der Speer hin? Ich sehe nur einen Stick. Ich dachte, ich hätte ihn aufgenommen. Hallo? Hallo? Bin doch nicht blind, oder was? Ein Messer und eine Axt? Das verstehe ich nicht. Jetzt den Timer anzumachen. Verrat? Ja, ich habe ja Materialien ohne Ende, da kann man auch schon mal... liegt wahrscheinlich hier irgendwo dazwischen. Oder liegt ein Rock. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, jetzt, oder? Ja, ich höre schon förmlich alle unten. Ja, macht ihr doch einfach einen neuen. Aber es ist ja nicht so, dass Holz auf Bäume wächst, ne? Die wachsen ja auch nicht nach. Und vor allen Dingen das Tauwerk. Diese... och. Ist jetzt aber echt ganz schön ärgerlich. Vor allen Dingen Stein zerkloppt. Stein umsonst zerkloppt. Das kann nicht wahr sein. So. Jetzt aber. Gut kneif. Ist doch nicht wahr. Da ist er. Wo ist der andere hin? Liegt hier irgendwo vergraben im Sand wahrscheinlich. Lucker. Die werde ich noch schnell ernten, weil wir die ja brauchen. Und weil die ja recht schnell nachwachsen.
Das heißt, wenn ich die jetzt hier nicht abladen würde, wäre das natürlich verschwendete Zeit. Und die auch noch. So, hier war doch auch noch irgendwo eine Kartoffelpflanze, ne? Ey, ist ja super gut. Jetzt, ich weiß auf jeden Fall, dass hier vorne eine steht. Ah, da. Das ist schon mal gut, weil die lebenswichtigen, die überlebenswichtigen Sachen einfach langsamer nachwachsen. Also Tauwerk kann man ja nicht essen, ne? Ach, ist das schon wieder. So, damit wir uns jetzt die Taschen hier nicht vollhauen. 1, 2, 3, 4. Jetzt mal. Und, werde ich drüben irgendwie was fällen? Ich weiß nicht. Ich nehme die Axt einfach mal mit. Zur Sicherheit. Feuerzeug. Ich möchte ja hauptsächlich eigentlich Steine mitnehmen. Bei Holz haben wir genug, da brauche ich die Axt nicht. Lassen wir mal hier. Hopp. Kokosnüsse kriege ich auch mit dem Messer auf. Speer zur Verteidigung, falls ich tauchen will. Feuerzeug brauche ich auch nicht. Hopp. Und Wasser brauche ich eigentlich auch nicht. Zack, je weniger wir mitnehmen, desto besser, weil desto mehr Inventarplätze habe ich frei. Und da ist schon dieser böse, trottelige Hai. Deswegen gehen wir da einfach mal auf die andere Seite. Oh, ich sehe zwar nicht, wo ich hinlaufe. Das ist ja auch egal. Es ruckelt. Hopp. Zack, eingestiegen, losgedüst. Kurz mal rüber geflogen, sage ich mal. Vielleicht haben wir Glück und irgendwo auf dem Weg dahin finde ich ein kleines... Was war das? Ah! Wir haben die Ladezone verlassen und auf einmal sind da irgendwie nochmal zwei andere Inseln. Hm. Vielleicht nicht so gut dann zu tauchen. Wild um... alles rumherum zu schwimmen und dann nicht mehr zu wissen, von wo man gekommen ist. Weil ich habe jetzt meinen ganzen Krimskrams drüben gelassen, das wäre echt ein bisschen bitter. Oh Gott, ist das... Da, plopp! Da ist die Insel. Zum Greifen nahe. Und ich sehe keine Wracks. Das ist doch schon wieder gut. Dass es hier nichts gibt. Nochmal geladen. Scheinbar. Hüpp, 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 hüpp. Normalerweise befinden sich die Wracks nämlich hier so in der Tiefe, da wo jetzt dieser Hai schwimmt. Hopp. So, das Boot lassen wir jetzt hier stehen. Das hauen wir da rein. Die war's. So. Schnell ein paar Sticks gesammelt. Und zwar werde ich mir eine kleine Markierung legen. Oh, ein Stein. Oh, ein Stein. Oh, nein, kein Stein. Aber... noch ein Stick. Da. Sticks haben wir genug. Die nehme ich nicht mit, aber ich markiere mir nämlich, wo ich herkomme. Hopp. Hopp. Hopp, so ein kleiner Pfeil, ne? Zack. Zack, nicht zack. Wirst du das da hinlegen? Das ist ja wohl nicht wahr. Kommt das hin? Kommt hin. Muss ja nicht zu genau sein, wir wollen ja nicht penibel sein. Wir werden das sowieso hier gleich wieder ablegen. Stein. Hier stehen auch eine Menge Palmen auf der Insel und wir haben mehr Platz. Nein, ich ziehe nicht um. Aber hier ist auch kein Wrack. Das ist echt ein bisschen mager. Hey, ich habe genug Holz. Oh, der Lord. Also was hier an Stehen herumliegt, ist auch schon wieder nicht wahr. Auf der Insel drüben nischt. Und hier kannst du dich mit den Dingern totschmeißen. Boah, so viel sind es jetzt auch nicht. Fünfe. Sechs. Das reicht dann für ein vernünftiges Feuer. Und... das war's auch, ne?
Ah ja. Da ist irgendwie. Die ist sehr günstig gewachsen, die Palme. Da ist noch ein Stein. Und ich denke mal. Oh, hier Steine ohne Mördermäßig. 8 Steine. So. Joker nehme ich auch mit. Kostet ja nichts. Dauert aber schon mal merklich länger, das Zeug abzuschneiden mit einem verfluchten Messer. Ja. Stimmt, so ein dritte Weltmesser aus der Kombüse. Noch irgendwo eins gesehen da. So, aber hier haben wir zum Beispiel keine Kartoffelpflanze auf der Insel. Brauche ich noch was? Essen, Hunger. Keine. An manche Kokosnüsse kommen ja auch von unten ran. Hihi. So, also ich falle auch nicht runter. Ist doch nicht wahr. Kein Durst, aber Hunger. Und unmöglich, diese Kokosnuss kaputt zu kriegen. So, nein. Das war die falsche Taste. Trinken, essen, extra kauen, was? Zack, 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 zack. Und rein damit in den hungrigen Magen. Hopp. Könnte man eigentlich noch eine versenken. Aber da sind alle so weit oben, ne? Ja, die kommt auch nicht runter. Also, jetzt, ich verstehe es nicht. Also scheinbar bin ich hier. Wie viel Pech kann man haben, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt hier ein lahmes Bein hätte oder so, ne? Da wäre nichts mit hochklettern und mal schnell die Kokosnuss holen. Würde ich vor der Kokos vor dem Baum da verhungern. So, das reicht erstmal. Ich will immer die Uhr aufmachen, aber machen wir das Inventar auf. So. Und wirklich? Wer hätte es gedacht? Keine Wachs in der Nähe, wa? Nichts. Nur ein Hai. Ein Hai, geil. Ist doch nicht wahr. Ist doch einfach nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. Noch ein Hai. Zwei. Ja, und da. Da hinten. Da ist ein Wrack. So, Junge. Wir werden uns doch nicht in die Quere kommen hier, oder? Man kann Haie auch töten, aber die sind irgendwie nach dem letzten Patch etwas aggressiver geworden. Und da habe ich eigentlich gesagt, keinen Bock drauf. Vor allem nach unserer letzten Begegnung mit einem blöden Fisch, der uns schon langsam aber sicher getötet hat. Da habe ich dann gar keine Lust. Also Saufen wäre eigentlich auch geil. Wo ist er denn? Schnell wieder an Land. Zieht die auch aus dem Wasser raus, nicht? Komischerweise, wenn ich hier. Oh, die Sonne geht unter. Wo ist er hin? Schnellstmöglich mal hintauchen. Vielleicht erwischt er uns nicht. Ein Schiff ist ja auch mager. So, was haben wir da gerade aufgemacht? Hab gerade irgendwas geöffnet. Toll. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hier unten noch irgendwie was. Ich warte schon förmlich drauf, dass ich in den Hai reinspringe oder so. Ins offene Maul rein. Das wäre so mein Glück. So, jetzt schnell zurück. Ist der Hai jetzt? Nee. Ich muss sagen, das ist nur eine spiegelnde Wasseroberfläche gewesen. Der Stein da hinten. Ich dachte, der Hai schwimmt jetzt genau zwischen Insel und mir darum. So, ich komme nicht aus dem Wasser, weil ein Stein im Weg liegt. Fuck. Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Das muss ich schaffen. Hep. Wie död. Ach ja. Geil.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das brauchen wir. Wenn ich das hier reinwerfe, überlebt das dann da drinnen? Wir werden sehen. Nee, es bewegt sich. Schnell wieder zurück zur Insel. Also, jetzt kommst du her. Vielleicht bleibst du auch drin liegen. Wenn nicht, dann verlieren wir es. Halt. Kannst auch nicht pa. Nein! Klasse, das war gut. Ach, ärgerlich. Na gut. Klebeband. Wann machen wir den Klebeband? Werden wir jetzt noch nicht brauchen, aber ich will jetzt nicht im Dunkeln mitten auf dem Meer sein, was jetzt auch gleich passieren wird. Ich bewege einfach die Maus nicht und paddel einfach vor mich hin. Und hoffe, dass ich gerade ausfinde. Ja, bumm. Dunkel wie im Hintern, also ist ja wirklich. Aber ich sehe sie noch. Hört auf zu rudern. Ah. Da war sie. Hört wieder auf zu rudern. Hallo? Warum? Habe ich zu hoch geguckt oder was? Ach, Tatsache. Ich muss. Really? Ich habe keinen eigenen Schatten, aber ich darf nicht zu hoch gucken beim Rudern oder was? Er will mich wohl veräppeln. So, das sieht doch aus wie unsere Insel. Klein und behaglich. Es nervt mich ein bisschen, dass keine Wachs hier drumherum sind. Weil. Gott, wie hart das ruckelt. Weil, wenn keine Wachs drumherum sind, dann müssen wir für jeden Scheiß ewig weit fahren. Und, das nervt. Das nervt. Hier. Ah, und ich sehe, die Flasche hat sich verselbstständigt. So ist es ja wohl nicht. Ich kann sie. Doch, ich kann sie anheben. Vielleicht auch ein bisschen ungünstiger Platz. Bleib doch mal liegen, du Stück. Hopp. 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 Nein. So, die Kartoffelpflanze ist immer noch nicht gewachsen, warum auch immer. Achso, ich war ja out of range. So, ich bin dafür, ich baue mir jetzt erstmal ein schönes Feuer. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür erstmal 5 Sticks. Ja gut, die werden wir gerade noch so zusammenkriegen. 4. Das müsste dann der 5. sein. 1, 2, 3, 4. Campfire. Bauen wir das hin. Das bauen wir hier einfach hin. Zack. Und dann können wir es ja noch aufrüsten. Indem ich jetzt 6 Steine. Das geht so schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fire Pit. Ist auch lustig, man braucht 6 Steine, aber es liegen ungefähr 30 drumrum. Aber ich werde mich jetzt nicht aufregen, das ist nicht so in meiner Natur. So, und dann noch 3 Sticks und ein Tauwerk. Na, das passt doch. 1, 2, 3. Zählen müsste man schon können. Und ein Tauwerk, das machen wir so. 1, 2, 3. Zack. Und schon haben wir ein Ofengerät. So. Hammer brauche ich noch. Hammer, Hammer, Hammer. Dafür brauche ich. Ach nee, wir haben ja noch einen Splitter, ne? Aber wo ist denn der hin? Der lag doch hier. Ich kann hier nichts liegen lassen. Das kommt alles weg. Ist wie zu Hause. Ach, ist doch nervig. Und für einen Hammer brauche ich, glaube ich, 2 Steine für einen Hammer. Das ist nicht wahr. Ein Tauwerk und ein
Stick. Was ist denn das für ein Hammer, Alter? Zwei Steine? Kannst du ja nicht annehmen, das Ding. Ich sag nichts. Zack. Hopp. So. Dann hier, wollte ich mir hier ein Bett bauen. Sechs Sticks. Nicht vier. Oh, eins, zwei. Zack. Eins, zwei. Ein Campfire, ja. Genau das möchte ich jetzt hier craften. Ech. Schon wieder was. Achso, ich habe ja vorhin ein Tauwerk weggenommen, ne? Ich sehe hier nichts. Es ist dunkel wie im Arsch. Aha. Plopp. Gut, dass man das auch nirgendwo platzieren kann. Das blub, blub, ich bin da. So. Könnte ich jetzt eigentlich die Nacht pennen? Hab ja auch nichts weiter zu tun. Das werde ich jetzt nicht. Das mache ich dann nach dem Aufstehen. Wie es sich gehört. Und, ja, es foppt mich ein bisschen, dass ich da kein einziges Wrack hätte. Also, na gut, eins. Und davon habe ich jetzt auch noch was verloren. Also habe ich hier nur so eine Jerrycan. Wo packe ich die hin? Dass du nicht wieder verschwindibust. Hier. Da auch Benzin drin ist. Das sieht offen aus. Man kann sich nämlich hier irgendwie einen Motor bauen. Aber selbst wenn ich das kann, dann ist wahrscheinlich noch das Problem, da ist kein Sprit drin und dann, womit soll ich denn da fahren? Mit Salzwasser? Das wäre ein toller Motor. Ja, drauf geschissen. Ich werde jetzt erstmal pennen gehen und dann sehen wir weiter. Wie wir das dann in Angriff nehmen. Man kann ja zum Beispiel darüber segeln. Inseln sind ja genug, Wasser ist auch genug da. Guck ich mal, was ich da noch mache.